Heute fühle ich mich ganz okay, aber ich habe natürlich auch die Momente, dass ich denke, pff, aber das ist auch okay. Die Song spricht darüber. Ja, ich denke, wenn man die Chance hat, natürlich, dass es wichtig ist für jeder, um mal auf Reise zu gehen, zu einer ganz anderen Kultur. Ja, ich bin natürlich aufgeregt, als ein Solokünstler wieder auf die Bühne zu stehen, aber ich vermisse natürlich mein Linnets auch. Aber Linnets ist für live, so alles gut. Ich muss sagen, dass das Unterschied nicht ganz, ganz groß ist. Ich bin natürlich, ich fühle mich immer ein Bandmädel, wie ich das sage, ob das nun Solo ist oder mit die Linnets oder so, ja. Das größte Unterschied ist natürlich die Musik. Und weil ich natürlich Country und Bluegrass und Rootsmusik liebe, liebe ich auch Popmusik. Und ich fühlte, ich muss wieder eine Popplatte machen. Ich würde nie, denke ich, in meinem Leben nur auf einen Platz bleiben. Ich bin doch ein bisschen ein Troubadour. Ich denke, dann denke ich an Bergen und schöne Luft und Schokolade. An ich viel denke. Musik, Essen, Musik. Wenn ich einen Künstler oder einen Song liebe, dann liebe ich die. Dann gehe ich nicht sagen, oh, darf ich nicht sagen oder so. Nicht viele Leute erwarten vielleicht, ist das, dass ich diese Song von Whitney Houston ganz geil finde. Oh, I wanna dance with somebody. Okay. So, ich hoffe, dass das stimmt. Aber ich habe nicht viele Narben. So, ich habe auch keine Geschichte dazu. Wie ich das Kapitel meines Lebens jetzt nennen würde? Schwierige Frage. Ich denke, wieder auf eigene Beine stehen.